Ja, meine Damen und Herren, liebe Freundinnen und Freunde, ich bin ohne jede missionarische Absicht gekommen. Und obwohl es Sonntagmorgen ist, will ich mich vor einer Sonntagspredigt über die ideale, perfekte, gute Schweizer Demokratie hüten. Ich möchte einfach unser System etwas erklären und ganz offen die Vorteile, aber auch die Nachteile aus meiner Erfahrung darlegen. Der Hauptunterschied unserer direkten Demokratie zu unseren Nachbarländern ist wohl der, ein Referendum ist bei uns nicht eine Notbremse in einer verfahrenen Situation oder der Trick in eine Zauberkiste, wie das Papandreou versucht hat, sondern unsere ganze Demokratie, unser ganzes politisches Denken definiert sich nach permanenten Volksabstimmungen über Sachfragen und Gesetze. Eine Abstimmung ist praktisch über jeden Gegenstand der politischen Tagesordnung möglich. Mindestens 4-mal im Jahr sind die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger zu nationalen, kommunalen, kantonalen Fragen aufgerufen. Heute Sonntag zum Beispiel, findet im Kanton Zürich eine Abstimmung über folgende Fragen statt. 2 Initiativen, die wollen den Ausbau der Pisten des Flughafens in der Verfassung verbieten. Die Urheber sind Anwohner des Flughafens. Dann gibt es eine Volksinitiative über faire Ferien, die verlangt 5 Wochen Ferien unabhängig vom Alter. Urheber eine Gewerkschaft. Dann eine Initiative, die heißt Stau weg und die will mehr Straßen. Da sind die Urheber Automobilverbände. Dann gibt es ein Referendum gegen eine neue Gebührenordnung der Parkzone. Also ganz genau wird darüber abgestimmt, wie hoch sind die Gebühren innerhalb der Parkzone. Da hat auch ein Automobilverband ein Referendum ergriffen. Dann gibt es eine Abstimmung über einen wohnpolitischen Grundsatzartikel. Urheber ist eine Genossenschaft, eher sozialdemokratisch orientiert. Und dann gibt es noch eine Abstimmung über die Aufwertung eines Platzes in der Stadt mit vielen Bäumen. Das kostet 4 Millionen Franken. Urheber ist die Stadtregierung und die ist eher grün. Mindestens 4-mal im Jahr finden solche Abstimmungen statt. Das heißt, die Stimmbürger müssen sich stets über all diese Fragen informieren und die Folgen ihres Entscheides kennen. Das heißt, ihre politischen Antennen müssen eigentlich ständig ausgefahren sein. Und das heißt eben auch, die Gestaltung des Staates bedeutet weit mehr als bloß abzustimmen. Wenn von allem Anfang an auf eine Mehrheitsabstimmung zugesteuert wird, wird der Grundgedanke der Demokratie nicht erfüllt. Man kann nicht einfach sagen, wer ist dafür, wer ist dagegen, Demokratie ist ein Segen. Das wäre eine verantwortungslose Haltung. Der Geist der Demokratie erfordert mehr. Ideal wäre es ja, wir könnten stets einen Konsens finden. Das ist nicht möglich, deswegen sucht man einen Kompromiss. Und wenn der nicht gefunden werden kann, gibt es eine Mehrheitsabstimmung. Und diese ist immer so vorzubereiten, dass sich auch die unterlegene Minderheit im Entscheid wieder erkennen kann. Die Demokratie darf nie zu einer Diktatur der Mehrheit verkommen. Und weil wir ein Land mit vielen, vielen Minderheiten sind, italienischsprachige Schweizer, französisch sprechender Teil der Schweiz, rätoromanisch und so weiter, werden all diese Minderheiten früh einbezogen. Jedes Gesetz, das erlassen wird, geht zunächst in ein sogenanntes Vernehmlassungsverfahren. Das heißt, der Entwurf wird allen Parteien, allen NGOs, allen Kantonen, allen Regionen zur Vernehmlassung zugestellt und all diese Inputs werden nachher verarbeitet zu einer möglichen Meinung, die von allen akzeptiert wird. Es darf beispielsweise der Standort
eines Flughafens oder die Linienführung einer Eisenbahn nicht nach dem St. Florians-Prinzip durch den Entscheid der Mehrheit erfolgen, sondern die Minderheit muss so einbezogen werden, dass sie damit einverstanden sind. Deswegen haben wir auch dieses breite Vernehmlassungsverfahren bei der Suche nach einem nuklearen Endlager. Als ich vor 13 Monaten vor den Kameras der Welt den Durchstich des längsten Tunnels der Welt feiern konnte, war das der Erfolg unserer direkten Demokratie. Dank ihr wurde der Gotthardtunnel pünktlich und zu den vorgesehenen Kosten eröffnet. Dazu waren allerdings mehrere Volksabstimmungen notwendig. Zunächst eine Volksinitiative, die vorschrieb, dass die Güter auf der Bahn und nicht auf der Straße durch die Alpen transportiert werden. Dann gab es eine Abstimmung über die Linienführung und dann gab es eine Abstimmung über die Finanzierung durch einen Fonds, die gespiesen wird durch eine LKW-Maut. Und am Schluss gab es eine Abstimmung über das bilaterale Landverkehrsabkommen mit der EU. 5 Volksabstimmungen waren notwendig und sie ermöglichten, dass pünktlich eröffnet werden konnte. Und insbesondere die Abstimmung über die LKW-Maut zeigt einen ersten großen Vorteil der direkten Demokratie. Natürlich war die sehr, sehr umstritten, aber am Tag nach der Abstimmung war sie akzeptiert und konnte innerhalb weniger Monaten eingeführt werden. Als damals Stolpe, mein Kollege Verkehrsminister Stolpe, eine LKW-Maut einführen wollte, da wurde das sabotiert mit Rekursen und Verzögerungen, immer in der Hoffnung, es gibt ja dann einen Regierungswechsel und dann wird das alles wieder aufgehoben. Ist das aber durch eine Volksabstimmung abgesegnet, dann gilt das. Nun hat die ständige Auseinandersetzung der Stimmbürger und der Stimmbürgerinnen mit der Materie auch eine Wechselwirkung. Es schafft nämlich auch eine Identifikation, eine staatspolitische Identifikation mit den Entscheiden. Ich kann Ihnen sagen, dass all diese viele Volksabstimmungen zugunsten der Bahn ja auch deswegen erfolgten, weil die Schweizer die Bahn sehr lieben. Sie haben sie geschaffen, sie haben darüber abgestimmt. Manchmal ist die Liebe der Schweizer zur Bahn fast so groß wie diejenige zu den Nachbarn. Das führt dann zu einer Akzeptanz. Und diese Akzeptanz hat dazu geführt, dass kein einziger Rekurs der Grund der Anwohner der Bahn bis ans Bundesgericht erfolgt wurde. Kein einziger Rekurs aus Überzeugung, das ist eine gute Sache. Gut, nicht jeder Kompromiss ist ein idealer Kompromiss. Wir haben zum Beispiel monatelang darum gerungen, sollen die Schnellzüge zwischen Zürich und Bern in Olten halten oder nicht. Dann haben wir einen Kompromiss gemacht, sie fahren einfach ziemlich langsam hindurch. Ich weiß, es gibt auch faule Kompromisse. Aber die ständige Auseinandersetzung mit der politischen Tagesordnung, das ist denn der große Unterschied zu den Meinungsumfragen. Meinungsumfragen, das ist etwas völlig anderes als Abstimmungen. Und Regierungen, die sich einfach nach Meinungsumfragen richten, das ist reiner Opportunismus. Wie kommen denn diese Meinungsumfragen zustande? Sie sind irgendwie am Abendessen und es kommt ein Telefon und in der Wut sagt man dann irgendwie eine Antwort. Das ist etwas anderes, als wenn man sich vorbereitet und die Unterlagen liest und die politischen Debatten verfolgt und nachher, wohl wissend, was man tut, zur Abstimmung schreitet. Nun will ich hier nicht allzu idealisierend unser System darlegen. Ich will Ihnen auch durchaus Nachteile zeigen. Beispielsweise hat die Schweiz leider eine recht restriktive Einbürgerungspolitik. Und
das hat natürlich dazu geführt, dass bei der Minarett-Initiative ausgerechnet die Hauptbetroffenen nicht an die Urne gehen konnten. Und das gilt es festzuhalten. Und was Sie vielleicht auch wissen, es ist sehr lange gegangen, bis die Schweiz das Frauenstimmrecht eingeführt hat. Nun, heute sind wir auch schon wieder so weit. Und die Minarett-Initiative zeigt auch eine weitere Gefahr, nämlich, dass auf eine populistische Art und Weise durch finanzstarke Organisationen mit PR-Agenturen, die die Tiefen der Seelen sehr wohl kennen, mit Geld zu einer Abstimmung aufgerufen wird. Und das ist eine Gefahr, die übrigens auch in Kalifornien erkannt worden ist, weswegen dort jetzt in der dortigen direkten Demokratie Änderungen erfolgen. Ein weiterer Nachteil, das ist die Schere im Kopf der Regierungspolitiker. Das hat einerseits, indem sie sich denken, wie wird wohl das Volk abstimmen, das hat einerseits Vorteile. Die Schweizer Regierung hat entschieden, aus der Nuklearenergie auszusteigen, obwohl sie parteipolitisch gleich zusammengesetzt ist wie vorher. Aber sie hat sich einfach gedacht, weil bei uns jedes KKW vor eine Volksabstimmung kommt, damit haben wir ohnehin keine Chancen. Und es hat keinen Sinn, jetzt zu fragen, ja, war das opportunistisch, war es nicht. Eine echte Wende braucht halt manchmal auch Wendehälse. Es gibt zum Teil Vorwirkungen, die sind recht merkwürdig. Es gibt jetzt eine Volksinitiative in der Schweiz, die will eine Erbschaftssteuer einführen. Und was geschieht? All die vielen reichen Deutschen, die bei uns in der Schweiz wohnen, übertragen in panischer Angst ihr Vermögen ihren Kindern. Unsere Notare dürfen keine Weihnachtsferien machen, sie müssen all diese Übertragungen vornehmen. Es sind schon Frühgeburten eingeleitet worden, damit diese Übertragungen erfolgen können. Dabei ist das nur eine Volksinitiative. Es ist überhaupt noch keine Rede davon, dass die Abstimmung demnächst stattfindet. Und dann kommt ein weiteres Bedenken, das wir sicher gemeinsam haben. Nämlich diese ganze Ohnmacht gegenüber der Globalisierung. Die Schweiz, die selber nicht einmal Mitglied der Europäischen Union ist, da denken sich jetzt viele Leute, ja, weil in Griechenland oder Portugal nicht gespart wurde, da kommen wir auch dran. Ist das gerecht? Wie sollen wir uns in einer solchen Situation verhalten? Und da müssen wir halt einfach sehen, die Politik hat mit der Globalisierung nicht Schritt gehalten und die Globalisierung ist demokratisch nicht legitimiert. Und das heißt aber, erst recht müssen wir in einer solchen Situation die Demokratie pflegen. Ich wehre mich dagegen, dass man immer wieder sagt, in einzelnen Fragen seien die Stimmbürger nicht reif genug abzustimmen. Ich kann mich sehr wohl erinnern, als bei uns das Frauenstimmrecht noch diskutiert wurde. Und genau das war die Argumentation. Es hieß immer, die Frauen, die sind so emotional, die haben einfach zu viel Gefühl. Wie froh war ich, als in der schweizerischen Regierung eine Frauenmehrheit da war. Da konnte ich nämlich mein Programm Sicherheit im Straßenverkehr durchführen. Vorher nicht. Die Männermehrheit vorher, die hatte einfach zu viel Verstand. Und ich möchte auch betonen, dass die Schweiz in Abstimmungen zugunsten der Erweiterung der Europäischen Union abgestimmt hat. Und viele sagen jetzt, ja, beim Euro, da hättet ihr das Volk nie dahinter bekommen. Manchmal denke ich mir, ja, hätte man vielleicht nicht noch Lösungen gefunden, die uns jetzt etwas sicherer machen würden. Angesichts der Krise müssen wir mehr und nicht weniger Demokratie einfordern. Es hat mir
als ich Bundespräsident war, ein deutscher Bundespräsident zugeraunt: Naja, euer System ist ja auch nicht gerade sehr effizient, damit müsst ihr doch mal abfahren. Und leider muss ich sagen, es gibt auch bei uns Leute, die sagen, die schauen eifersüchtig nach Singapur oder nach Asien und sagen, dort kann man noch ein Hochhaus in 2 Monaten bauen, dort kann man ein Fußballstadion noch in 6 Monaten erbauen. Das ist Effizienz, meine Damen und Herren, liebe Freunde und Freundinnen. Es geht nicht nur um Effizienz, es geht auch darum, sich selber die Geschicke des Staates auch selbst gestalten zu können. Das ist ein Element der Zufriedenheit der Bürgerinnen und der Bürger. Und das ist genauso viel wert wie die Effizienz. Ich gebe zu, es ist jetzt trotzdem ein bisschen eine Sonntagspredigt geworden, aber es ist eben kein Zufall, dass in Zürich und in Stuttgart heute Sonntag abgestimmt wird. Es ist kein Zufall, dass Sie dieses Thema an einem Sonntag behandeln, weil Demokratie, das ist nicht nur ein funktionierender Organismus, sondern Demokratie, das ist eine politische Gemeinschaft. Und diese politische Gemeinschaft, die pflegen Sie, und das ist der ganz große Unterschied zu Meinungsumfragen. Und ich danke Ihnen, dass Sie mich in diese Gemeinschaft eingeladen haben. Applaus